Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 Singleplayer Let's Play hier auf unserer schönen Goldcrest Valley. Wir sind aktuell noch damit beschäftigt, diesen JCB wieder zum Depot zu fahren, währenddessen hier gearbeitet wird. Heißt also, wir werden einmal kurz zweimal schnell zum Depot fahren, um einmal den vollen Hänger dort abzuladen, einmal die zwei dort auch noch abzutanken und dann fahren wir wieder ganz normal, fahren wir alle auf die Felder, verteilen sie und so weiter und so fort, dass das Ganze funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Wir dürfen keine Zeit verlieren natürlich, so dass wir einen guten Durchlauf bekommen. Und demnächst werden wir mal ein bisschen was verkaufen. Ist auf jeden Fall auch in Planung, dass wir da ein bisschen was mal raushauen in nächster Zeit. Mal schauen. Vielleicht hauen wir ein paar Sojabohnen raus. Da haben wir aktuell relativ viel sogar. Oder sogar Raps. Obwohl Raps ist gar nicht mehr so viel da. Gut, nach dem Durchlauf sollte eigentlich ein bisschen mehr Raps da sein. Nach dem Durchlauf, der jetzt aktuell ist, ist Weizen. Und nach Weizen ist Gerste geplant. So ist die aktuelle Planung für diesen Speicherstand. Für die Gold Quest Valley. Und wir fahren jetzt aktuell eben weiter und eben hier zum Depot. Wunderbar, sind gleich da. Dann haben wir das nämlich auch schon fast erledigt. Und ja, mal schauen, wir haben nur noch knappe, ja, fast 70.000, sage ich mal. Aber es sind ja 67.000. Müssen wir mal schauen, dass wir da ein bisschen was wieder in den Hof reinkriegen. Wir haben den Kredit immer noch nicht zurückgezahlt. Das sollten wir wirklich eventuell mal machen, dass wir einfach schuldenfrei sind. Das schleppe ich mit mir, glaube ich, schon Ewigkeiten her, dass wir nicht schuldenfrei sind. Schuldenfrei sind wir wirklich noch nicht. Müssen wir definitiv noch machen. Das müssen wir wirklich definitiv bald mal machen, weil Geld haben wir zwar, aber es geht doch recht schnell immer nach unten, das Geld, was wir aktuell haben. Deswegen müssen wir da wirklich mal ein bisschen schauen, dass wir unser Geld zusammenhalten und jetzt mal langsam auch ein bisschen Geld verdienen wieder. Gut, die Schweine produzieren ja sich relativ gut. Da könnten wir wirklich mal hochgehen und ein bisschen was verkaufen. Aber so viel kommt da halt auch nicht am Tag raus. Gut, es ist schon einige. 26.000, glaube ich, für einen großen, kompletten Anhänger ist natürlich schon ein bisschen was. Aber du steckst halt da doch einiges rein in die Viehzucht und es dauert, bis das Ganze anläuft. Es läuft ja jetzt erst an und im großen Stile bringt es nur Geld. Im kleinen, wir machen es ja im mittleren Stile, sage ich mal. Wir kümmern uns zwar drum, aber es ist, glaube ich, sogar insgesamt zu wenig, was wir da rausbekommen, wenn man sich das mal so vergleicht mit anderen. Da müssen wir wirklich mal schauen, dass wir da ein bisschen dranbleiben. Und da wirklich mal schauen, dass wir da ein richtiges Konzept dafür finden, für die Schweine. Mal gucken. Das kriegen wir auf jeden Fall hoffentlich hin. Und wir fahren jetzt erstmal schön zurück. Hier überholen wir mal auf der anderen Seite. Dann fahren wir hier wieder vor ihm rein. Ich habe ihn nicht ausgebremst. Ich habe den anderen nicht ausgebremst. Wunderbar, so habe ich mir das vorgestellt. 5.54 Uhr haben wir aktuell. Wunderbar. So, da fahren wir hier wieder aufs Feld. So, da üben steht der Helfer. Der hat auch noch einiges zu tun, aber den haben wir noch nicht angemacht aktuell. Wir fahren hier runter. Runter, zack. So, der komplette Vorrat hier rein. Hier ist es zum Beispiel schon leer. Das ist auch schon leer. Wunderbar. Den ersten fahren wir schon mal aufs nächste Feld. Dann haben wir nämlich da einen guten Durchlauf wirklich. Schauen wir mal, wie wir das Ganze hinbekommen wirklich. Ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich wirklich gespannt, wie wir das Ganze jetzt gleich hinbekommen. Ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das immer im Kopf vorstelle oder eben nicht. Einmal hier langsamer werden. Ja, ein bisschen angeeckt. Nicht so schön. So, dann fahren wir los. Wunderbar. Und ja, das haben wir definitiv gleich geschafft. Hier üben ist ja schon das erste Feld, wo wir gleich anfangen werden. Der andere Helfer, der Fan, fängt auf der linken Seite an, wieder bei seinem Feld 26, wie wir das ja von ihm kennen. Und wir fahren jetzt hier hin und starten schon mal die Motoren und das Schneidwerk. Und Helfer darf loslegen. Wunderbar, funktioniert es, wie ich es mir vorstelle. Ja,
Dich haben wir auch gleich. Dich fahren wir gleich nochmal weiter. So, zack, einmal aussteigen. Und setzen uns hier rein. Und können hier gleich beginnen. Aber es hat wunderbar funktioniert. Auf Feld 20 mit zwei Helfern innerhalb von zwei Folgen, glaube ich, fertig geworden. Das ist top. Das ist wirklich top. Ich sag da wirklich Respekt. Das, so stelle ich mir das vor. Und ja, der Helfer arbeitet gleich. Der braucht da zwar dann ein bisschen, weil er jetzt schon ein bisschen mit dem Feld hinterher hängt. Aber ich glaube, der holt ganz gut und schnell auf. Das kriegen wir ganz gut hin. Und ja, mal schauen, wie er gleich ein bisschen hinterherhängen wird. Aber das sollte eigentlich das wenigste Problem sein. Und ja, mal gucken. So, wir fahren jetzt zum Feld 26. Können hier schon mal das Rohr einklappen, dass wir auch bei den Bäumen gleich vorbeikommen. Blockieren natürlich aktuell wieder die komplette Hauptstraße. Die Road. Welche ist denn das? Route 242. Okay. Und weiter geht's. Speed Limit 50. Ich glaube, die fahren aber langsamer als 50. So, jetzt steht das Schild eh nicht mehr. Wunderbar. Dann fahren wir hier weiter. Hier müssen wir rein. Können ja schon mal blinken. Blink, blink. Macht das Blinkgeräusche? Tatsächlich. Tatsächlich sind Blinkgeräusche mit dabei. So, einmal hier auch. Starten. So, zack. Und go, go. Wunderbar, läuft. Dann holen wir uns unseren Helfer. Der hat zwar nicht viel drin. Obwohl, wir können den schon mal starten. Dann darf der nämlich weiterarbeiten und uns Geld aus der Tasche ziehen, sozusagen. Und wir fahren ganz entspannt wieder zum Depot, um dort die Sojabohnen auszuladen. Du arbeitest, du beginnst und wir kümmern uns um die restlichen Felder. Wunderbar, das läuft, es läuft an, so stelle ich es mir vor. Wunderbar, top. So, dann fahren wir jetzt definitiv los. Wow. Wow, eieiei, was ist mit dem los? Ich habe nichts gedrückt. Ich drücke jetzt mal nichts. Ich tue mal gerade orientieren. Und es zieht nach rechts. Es zieht nach rechts. Ich drücke gar nichts. Wow, warum? Zieht er nach links? Ich muss immer ein bisschen korrigieren hier. Jetzt fährt er relativ gerade, aber ist immer noch nicht so gerade, wie ich es mir vorstelle. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass er so ein bisschen leicht drüber zieht. Der JCB. Na gut, wunderbar. Wir fahren auf jeden Fall jetzt weiter. Hierher. Und dann können... Ich hoffe, dass dann schon die ersten wieder... Obwohl, so voll werden sie noch nicht sein. Aber ein bisschen was ansammeln werden sie definitiv schon. Und wir sind dann auch bald soweit. So stelle ich mir das vor. Wunderbar. Dann fahren wir hier rein. Zack. Na, ein bisschen weiter hier hin. Wunderbar. Funktioniert. Und fahren weiter los. So, einmal rum hier. Und fahren wieder dahin. Lohnzahlungen. Ach so, es ist 6 Uhr geworden. Deswegen sind die Lohnzahlungen gekommen. Darf ich mich da durchschlängeln? Dankeschön. Ich habe dich nicht berührt. Wunderbar. So habe ich es mir vorgestellt. Und ja, mal losfahren dorthin, wo ich hin möchte. So. Da, wo ich hin möchte, möchte ich gerne hin. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich glaube, das eine Feld bekommt da sogar fast hin, ohne irgendetwas voll zu werden. Höchstwahrscheinlich. Vermute ich jetzt mal. Der fährt dann aber Richtung Hof mal hoch. Macht da dann alles weg. Würde ich vorschlagen. Oder macht das der Kleine? Ich glaube, das macht sogar eher der Kleine. Also der Fendt sollte das eher machen. So, fahren wir mal kurz zum Fendt. Dass der auch hier ordentlich arbeitet. Der wird... Oh gut, da ist noch nicht viel drin, oder? Ich glaube, da ist noch nicht so viel drin. So viel scheint es wirklich, dass da noch nicht so viel drin ist. So scheint es mir.
Gut, das ist schon ein bisschen was. So, vielleicht 5000 vielleicht, würde ich mich glücklich schätzen. Ah, es sind sogar mehr als 5000. 5400, okay. Habe ich gar nicht so schlecht geschätzt, aber 5000 habe ich geschätzt. Ist in Ordnung. Dann fahren wir mal zum anderen. Der sollte dann auch schon recht weit sein. Kriegen wir alles hin. Oh, da steht ja auch gerade sogar perfekt. Der steht ja auch perfekt gerade. Wunderbar, so stelle ich mir das ja vor. So und nicht anders stelle ich mir das vor. So, dann machen wir hier ein bisschen. So, wunderbar. Läuft alles so, wie ich es mir vorstelle. Dann hoffentlich bleibt er jetzt noch schnell stehen. Macht er auch. Wunderbar. Sollte aber jetzt auch fast fertig sein. Haben noch nicht mal die Hälfte. Also ist noch nicht so viel, was hier drin ist. 4500. 10.000. Ah, sogar ein bisschen was reingekommen. 52% haben wir. Bisschen mehr als die Hälfte. Bisschen mehr als die Hälfte. Er arbeitet auch. Wunderbar. Wunderbar. Er hat auch noch ein paar. Ja, ein paar Bahnen vor sich, definitiv. Können wir hier auch noch mal kurz irgendwas machen. Und steigen auch schnell mal um. Und machen hier noch ein bisschen was. Gestern habe ich, oder in der letzten Folge habe ich hier ein bisschen was rein davon. Vom Raps können wir noch ein bisschen was. Raps haben wir auch wenig mehr da. Also wenn ich mir das so gerade anschaue, ist hier sehr wenig Raps drin. Gut, schön, dass wir da einige Rapsfuhren machen. Danach machen wir noch. Also nach den zwei Fuhren, die jetzt aktuell geplant sind, mit Weizen und Gerste, ist definitiv nochmal Raps. Definitiv. Das muss gemacht werden, sonst funktioniert das Ganze nicht. Hier oben. Sojabohnen haben wir aktuell genügend, aber dann brauchen wir definitiv auch in Zukunft noch einiges. Um hier weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben, sage ich mal. So, wunderbar. Helfer I hat seine Arbeit erfolgreich abgeschlossen. Okay. So, dann tappen wir da kurz hin. Zu dem Helfer. Wo ist er denn? Hier ist er. Dich setzen wir gleich aufs andere Feld um. Also auf die gegenüberliegende Seite. Dort darf er gerne weitermachen. Hier oben um Hofrichtung macht dann der kleine Fendt, also der Fendt, macht dort dann weiter. Definitiv kriegen wir alles hin. Und ja, hier jetzt auf jeden Fall auch noch weiter. Haben ja hier auch noch ein paar Bahnen. So, dann ist hier auch der richtige hierfür. Wunderbar. Mais haben wir aktuell, glaube ich, genügend hier oben. Aber wir brauchen definitiv auch wieder Mais. Oder haben wir Mais noch im Silo? Ich weiß gar nicht, ob wir noch Mais im Silo haben. Weiß ich aktuell gar nicht. Wäre auch interessant, ob wir da noch was haben. Ich weiß es gar nicht. Ich vermute aber schon, dass wir da noch ein bisschen Mais haben. Vermute ich jetzt mal. Ich weiß es gerade aktuell nicht im Kopf. So, zack. Also Raps ist hier aktuell sehr, 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 sehr wenig hier oben. Muss ich jetzt mal so ehrlich zugeben. Aber wir haben sehr viel unten. Das ist das andere. Das ist der andere Punkt. Also es ist sehr viel unten normalerweise. Im Lager. Im Depot. Müsste eigentlich einiges an Raps liegen. So. Hier natürlich auch wieder alles hin. So. Wir brauchen eh einen größeren Hänger. Das wird auch noch in nächster Zeit kommen. Größere Hänger und so weiter und so fort. Ein paar größere Felder. Und so weiter und so fort, ist auf jeden Fall bei mir in Planung. Mal schauen, wann das Ganze dann verwirklicht werden kann. Vor allem, ich habe mir ja schon ein paar Felder rausgesucht. Zum Beispiel hier oben die Ecke möchte ich ein bisschen mehr beleben. Feld 5 oben. Da wäre ich echt saugern ein bisschen mehr. Bin ich aber bisher noch nie dazugekommen, so wirklich. Müssen wir mal gucken. Uiuiui. So, einmal hier auch ein bisschen was rein.
Eieiei, wir brauchen nicht viel. Wie viel sind wir denn mittlerweile? Körnermais, gut. Raps ist mittlerweile 23.000 hier drin. Passt. Körnermais, ja gut. Weizen, 16.000. Ja gut, müssen wir mal schauen, dass wir da ein bisschen vorwärts kommen auf jeden Fall. So, hier haben wir alles. Das läuft. Das läuft. Wo steht er? Steht er. Fahr mal zum anderen Helfer nochmal kurz. Aber ich würde sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage tschüss. Bis morgen um 13 Uhr. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis morgen. Tschüss. Ciao, ciao.